herzlich willkommen am Stand vom Rissbeet. Hallo bei der Carp Expo hier bei Hummingbird. Ich möchte euch ein paar neue Sachen zeigen. Und zwar habe ich euch mitgebracht das Helix 9. Das Helix 9 hat ganz neu das Mega Imaging drauf. Das gibt es bei Hummingbird ab der 9er Serie. Mega Imaging bedeutet sehr hohe Frequenz, 1,2 MHz, hat es im Markt noch gar nicht gegeben und bringt ultraklare und detailreiche Bilder. Schaut einfach mal hier. Ich gehe einfach mal rein. So, wir schauen mal auf das Bild. Wir können hier von dieser Leiter dort sogar die einzelnen Sprossen erkennen. Das war vorher mit der Technik nicht möglich und ist brandneu von Hummingbird. Für 2017 habt ihr sicherlich schon auf Facebook mitbekommen und vielleicht auch schon auf unserer Homepage. Wir haben ein neues Teammitglied, den Manuel Kindl. Und erstmal Manu nochmal ein herzliches Willkommen in unserem Team. Vielen Dank. Frisches Blut für uns. Und damit ihr mal ein bisschen kennenlernt, haben wir gedacht, machen wir mal ein klitzekleines Interview. Manu, wie lange angelst du schon auf Karpfen? Also ich angel jetzt mittlerweile seit ca. 10 Jahren auf Karpfen und speziell die letzten 6-7 Jahre eigentlich fast ausschließlich und ab und an im Winter mal Spinnfischen oder sowas, aber eigentlich während den wärmeren Monaten nur auf Karpfen. Okay. Wie sind so deine Erfahrungen? Bist du mehr in Deutschland unterwegs oder Ausland? Weil du liegst ja, er wohnt nämlich schön im schönen Bayern. Ja? Da hast du es ja nicht weit, Italien rüber oder sowas. Tschechei vielleicht auch, ich weiß es nicht. In der Regel, sage ich mal, 2 bis 3 Mal im Jahr ins Ausland, je nachdem, Italien, Frankreich, Österreich, war alles schon dabei. Für 2017 ist jetzt erstmal Frankreich geplant, alles Weitere müssen wir dann mal schauen, aber mein Ziel ist es 2-3 Mal im Jahr. Okay. Jetzt natürlich die wichtigste Frage überhaupt. Manu, wo liegt dein PB? Mein PB liegt seit letztem Jahr am 1. September bei 29,6 Kilo. Ja, das ist schon Wahnsinn, okay. Warum RSR jetzt? Einfach aus dem einfachen Grund, weil ich zuvor bei einer richtig großen Baitschmiede war und da einfach nicht alles so war, wie ich es mir vorgestellt hatte. RSR Baits ist klein, ist familiär und die Produkte sind wirklich das, was ich mir vorgestellt habe in Bezug auf natürliche Nahrung für die Karpfen, wie auch sie können mir wirklich sagen, was drin ist. Sie rollen die Boilies einfach selber, was heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist in der Branche. Und das sind alles Punkte, die mir sehr viel Vertrauen geben. Okay, hast du schon ein paar Highlight-Produkte? Du warst ja schon fischen mit unseren Sachen. Was wirst du dieses Jahr ausprobieren? Was ist? Also für mich ist der GLM-Boilie ein absoluter Bringer. Ich bin seit jeher absoluter GLM-Freund, weil ich der Meinung bin, dass GLM eigentlich in jedem Gewässer läuft und auch laufen wird. Und ja, es sind ja doch die ein oder anderen neuen Produkte für 2017 auch gekommen, wie zum Beispiel hier das Spray. Wird natürlich bei mir auch eingebunden dieses Jahr. Ja, und dann werde ich mal sehen, was da kommen wird. Ihr werdet garantiert noch viel von ihm hören, viel von ihm sehen und einige Berichte lesen. Wir freuen uns, dass er bei uns ist. Ja, wir werden viel Spaß haben zusammen, werden auch mal zusammen fischen fahren. Und dann hoffen wir mal, dass wir und natürlich ihr eine richtig geile Saison 2017 habt. Zu Besuch ist natürlich heute auch die Firma Deeper selbst persönlich. Wir vertreten die Firma Deeper hier auch an unserem Stand, beziehungsweise in kommender Zukunft auch bei uns im Ladengeschäft erhältlich. Im Großen und Ganzen hat mich dieses ganze Produkt riesig überzeugt. Also es eröffnet uns gerade als Karpfenangler auch viele, viele neue Möglichkeiten, gerade an Gewässern, wo nicht mit dem Boot gearbeitet werden darf. Und im Allgemeinen, ja,
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, so ein cooles portables Gerät zu bauen? Hallo, wir haben nachgedacht, dass große Echolote, große Akkugeräte beim großen Booten, ist das, das ist gut, aber nicht bequem. Ja? Wir möchten alle diese Dinge in eine kleine, kleine Gerät, ja, das einbauen und alles, was wir wollen wissen und sehen, in ein Smartphone bekommen, diese, ja, Information. Ja. Deswegen, genau, wir haben ausgedacht, dieses erstes in der Welt, kabelloses Echolot. Ja. Ja? Okay. Einfach ins Wasser werfen, mit Hilfe der Route oder mit Boot kann man fahren, ja. Und mit Hilfe Wi-Fi, er überträgt ganze Daten in deine Smartphone oder Smartgerät. Ja. Ja, das, okay, einfach sehr leicht nutzbar. Ich zeige gleich eine kleine Simulation. Das ist gerade die Smartphone-App, die gibt es gratis im App Store oder im Google Play Store für Android-Nutzer. Ja, für iOS und Android-Geräte. Genau, alle Systeme werden unterstützt. Ne? Das, ja, ist das Wichtigste eigentlich heutzutage. Und nehmen wir einfach unser Produkt, Deeper Pro Plus. Ja. Die ist mit GPS-Modul, genau, drin. Stellen wir einen GPS-Modus. Das sind so. Und was sehen wir hier? Wir stehen am Ufer, werfen wir unsere Deeper ins Wasser, mit Hilfe von Route drehen wir zurück. In Echtzeit schreibt die Tiefenkarte von Gewässer. Ja. Wir können ganze Reihe scannen, sehen welche Tiefe, welches Grund, Fische, verschiedene Bodenstruktur, Kante. Genau. Alles. Diese Karte speichert sich automatisch in dein Handy. Das ist eigentlich so der sensationelle Punkt, wo ich selber sage, oder was mich persönlich zum Kauf überzeugt hat vom Deeper Pro Plus. Diese GPS-Technik, die hier in diesen Geräten verbaut ist, und dieses Aufzeichnen von Gewässerkarten ermöglicht mir viele neue Felder, sage ich mal so. Das heißt, ich kann mir nachträglich immer noch mal irgendwo die Karte angucken, weiß ganz genau, was ich irgendwo gelotet habe. Ne? Und wenn ich übermorgen wieder an See bin, dann weiß ich ganz genau, okay, da muss ich wieder hin, ja, und meine Route rauswerfen. Und das ist einfach eine sensationelle Sache. Das sind ja drei Geräte. Es gibt das 3.0, das ist Pro. Der 3.0, das ist einfach unsere erste Produkt. Wir haben gestartet im Markt, in Welt mit diesem Produkt. Ja. Das ist mit Bluetooth-Connection-Verbindung. Aber die Reichweite für Karfenangel ist ein bisschen zu wenig. Zu wenig, ja. 40 Meter Reichweite. Ja. Tiefe ist ganz genug, ja, aber Reichweite ist zu wenig. Okay. Deeper Pro, das ist unser zweites mittleres Produkt. Der hat dasselbe Reichweite und Tiefe wie Deeper Pro Plus, aber er hat keine GPS-Modul. Okay. Das heißt, von Ufer kannst du keine Gewässerkarte, Tiefekarte erstellen, ja, sondern beim Boot-Modus Einstellung kannst du Karte von Gewässern kriegen. Okay. Das ja, geht nicht. Ja. Wir haben natürlich die Frage, wie lange hält dieses Gerät hier, oder dieses Ei, sage ich mal so, was wir hier haben, im Akkubetrieb? Er hält 6 Stunden am Wasser. Ja. Diese Akku kann man mit USB-Kabel laden. Okay. Also tipptopp an für sich, jeder, der eine Powerbank Stunden mit hat, sage ich mal so, kann, ja, das Gerät anhand von den USB-Kabel, was mitgeliefert, genau, wird, laden. Ja. Wenn hast du einen guten Spot gefunden, ja, dann einfach raus aus dem Wasser. Er automatisch schaltet sich aus. Okay. Ja, wenn, ja, nichts ins Wasser, also akkusparsam, ja, quasi. Ja, genau. Kannst du sparen. Was ist von der Sicht von euch als Hersteller, sage ich mal, so in der nächsten Zeit geplant? Was wird kommen? Am Ende Juni oder Juli kommt dieser Abstand. Du kannst schauen, wie viel Meter, ja, hast du gewerfst. Ah, okay, also das Abstand. Zwei Punkte Abstand, ja? Ja, da, okay, kommt. Also das Deeper wird ab sofort dann auch messen, wie weit habe, ja, ich geworfen. Ja, ja, okay, ja, ja, das ist ganz wichtig. Und bekommen wir sehr viele Nachfrage von, ja, Anglern, okay, dass, ob kann man messen. Im Großen und Ganzen, wenn ihr die Technik vom Deeper jetzt noch verbessert, wird das Gerät schwerer oder bleibt es bei die 100 Gramm? Also das Deeper wiegt momentan 100 Gramm. Ich glaube, dass das bleibt. Das wird so bleiben. Okay. 100 Gramm, das sowieso mit guter Route brauchst du so lange klar, werfen, ja, das. Ja.
da sind wir auf jeden Fall gespannt, was in der näheren Zukunft noch so auf uns zukommt. Wie gesagt, wer weiterhin Interesse an Informationen hat, kann sich natürlich bei uns im Angelgeschäft informieren dazu. Wir haben das Deeper-Display da, wir haben immer Deepers voran, sage ich mal so. Wie gesagt, es gibt 3 Versionen davon, ne? Und ja, besucht uns im Angelcenter aus Arbeits. Ja, viel Erfolg, danke. Und vielen Dank für den Besuch. Dankeschön. Danke auch.